und ihre Steuern in Niedrigsteuerländern wie Irland oder den Niederlanden bezahlen und damit den österreichischen Staat und Europa jährlich um Milliarden von Steuereinnahmen bescheißen. Währenddessen müssen wir den Gürtel immer enger schnallen. Und wir sagen, es reicht, weil denn wir waren zu lange Generationskrise. Es reicht mit der Steuerflucht der Unternehmen und es reicht damit, dass die Bildung unserer Kinder darunter leidet, dass ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen den Hals nicht vollkriegen. Und all diese Einschränkungen, Kürzungen, Angriffe und Verschlechterungen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Land betreiben sie mit einer bisher ungekannten Unmenschlichkeit. Die Aktion 20.000, falls sich wer erinnert, Jänner 2017, putschartig gekippt. Eine Aktion, die 20.000 Menschen über 50 Jahren eine Perspektive geboten hat, die Arbeitsplätze geschaffen hat und die Würde geschaffen hat für diese Menschen. Sie schaffen die Notstandshilfe ab und lassen damit alle, die aus der Arbeitslosenversicherung rausfallen, direkt in die Mindestsicherung fallen. Und das heißt im Endeffekt, dass sie auf das Hab und Gut dieser Menschen zugreifen. Das kommt einer Enterbung gleich. Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, uns widerständig gegen diese grausliche Politik zu stellen. Wir müssen und werden den Widerstand intensivieren, bis zum letzten Tag dieser schwarz-blauen Bundesregierung. Und bevor wir jetzt unsere Demonstration, die laut, bunt, vielfältig sein wird, starten, ein kleiner Hinweis, es werden wieder Bild- und Tonaufnahmen angefertigt. Viel Spaß auf der Demo. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!